Hallo, Timsche. Hallo, Käsebrot, Freund. Kurze Verbindungsprobleme. Timsche war schon ein bisschen auf dem Server. Ich bin nicht drauf gekommen. Ey, aber nur 5 Sekunden. Wow, du mieser Mistvogel. Ich habe voll den Hunger, Käse. Ich muss was gegen meine Nahrungsmittelunterversorgung unternehmen. Irgendwie. Ja, gut, du hast ein bisschen Hunger jetzt, ja. Und wir wissen jetzt auch, wie man den Electrical Doodle-Dings macht. So. Ja, ganz simpel. Ne? Kann ja einfach herstellen. Ja. Der Electrical Doodle-Dings. Wo ist denn unser Loch? Unser Loch von, das wir Heimat nennen. Du meinst unser Lager. Unsere, genau. Unsere Heimstätte. Ja, unser. Um Gottes Willen, wir haben gerade einen Hund hier, ey. Das ist ja nervig. So, also nicht wir, sondern. Ja, mein Mitbewohner. Genau, so ein kleiner Kläffer, gell? Mhm. Das ist echt immer so Klischee, ne? Aber die Kleinen, die sind echt immer die... Ja. Die kläffen halt, die kleinen Scheißer, ja. Ach ja, Hunde, wie schön. Ich mag lieber Katzen, dankeschön. Ich mag lieber Hunde, dankeschön. Da sind wir uns ja einig. Okay. Oder wie, was, ich zock gerade nebenbei ein bisschen GTA 5 irgendwie so. Und was meint der Trevor irgendwie so, als ich irgendwie aus Versehen eine Katze überfahren habe? Sie sind, ja, ich weiß, leider weiß ich es nicht mehr, cute, aber cute but stupid, meint er. Cute but stupid, ja. Sowas sagt er. Ja, cute das but ja stupid. Ist ein bisschen frech. Mhm. Sagt er so, baust du zwei so Doodle-Dinger? Ja, Doodle-Dinger habe ich zwei gemacht. Oh, Timsche, mein Timsche, ich brauche dafür noch Bretter. Soll ich mal noch ein paar Bretter holen? Ich mache mir einfach geschwind welche eins, also, ja. Ich hole noch ein bisschen Poo, ja, und Brenner. Okay, ich habe kein Holz. Ja, mach einfach mal. Ich hack hier ein bisschen Holz. Oh, ist schon wieder dunkel, ey. Zeit rennt. Ja, wir brauchen langsam mal ein bisschen Fallen. Kannst du auch mal ein bisschen Gras sammeln und ein paar... Gras habe ich ohne Ende. Ja, dann mach doch mal ein paar Fallen. Mach ich. Weil wir brauchen langsam irgendwie mal eine andere Nahrungsversorgung wie blöde Büsche. Also die sind natürlich nicht blöd, die sind super. Die sind meine Freunde, aber... Knorke-Gebüsch, ganz genau. Oh Gott, bald kommen die ersten Hounds. Ich hab Angst. Ach nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die hätten wir ausschalten sollen, Käse. Nee, ich glaube nicht, dass man das kann, oder? Doch, klar, kann man im Was, im Hounds? Server ausschalten, ernsthaft? Ja, so eine essentielle Spielmechanik ausschalten. Kann man, klar. Man kann das alles genauso haben, wie man will. Also, ich meine, es wäre, also ich meine, also, was ist Don't Starve und die Hounds? Ich meine, ich sterbe eigentlich fast immer wegen den Hounds irgendwann. Ja. Oder? Ja, normal. Normal, ne? Ja, ist normal, wa? Kann man mal so machen, ne? Wenn man das möchte. Ich hab auch noch Büsche. Du bist doch der Pupermann. Hier oben sind jetzt gleich 3 Büsche, die ein bisschen Puper vertragen. Weil sie eine Düngung brauchen. Ja, aber wir brauchen auch Puper für die ja, Felder. Ja, ist schon klar, ja, klar. Ich habe einen Bumerang gefunden. Geil. Damit habe ich mich irgendwie direkt erstmal, beim ersten Mal, als ich ihn eingesetzt habe, habe ich mich direkt erstmal umgebracht. Umgebummert. Ja, da habe ich Don't Starve Together mit meiner Liebsten gespielt und das Erste, was passiert ist, dass ich irgendwie Bumerang gefunden habe und mir den selber an den Kopf geschmissen habe. Ja, passiert aber auch immer eigentlich. Mhm. Also auch wenn man weiß, wie es funktioniert, irgendwann fällt man halt und verkackt es ja. Ja. So, kann ich jetzt noch ein bisschen Boards machen? Jawohl, ich kann. Kann ich jetzt bitteschön Grunzi-Grunz? Nein, ich brauche 2 Cut Stone. Ich habe keinen Stein mehr. Jetzt hier ich habe noch Stein. Stein? Shitte! Ich habe noch Shitstein. Shitstein? So, Fallen habe ich jetzt noch keine gemacht, aber mache ich gleich. Ich dachte eigentlich, ich hätte gemacht, aber ich habe jetzt nur irgendwie zwei lumpige Steine noch über. Verstehe ich gar nicht. Ich habe noch 32, 31. Also das wundert mich jetzt ein bisschen, Tim Schaar. Ja. Mich wundert das auch. Du bist normalerweise so gut organisiert. Ja, eben. Ich bin normal, bin ich total überall on top und so. Wir brauchen eh auch Cuts Down für... Boah, ich bin voll am Verhungern, Alter. Ich habe nichts zu essen. Er hat nichts zu essen, ne? Mm-mm. Schlechte. Ja, ich habe auch nicht viel jetzt, sagen wir mal so, ne? Ja. Also wir brauchen unbedingt Fallen. Trinknahrung. Ja. Fallen brauchen wir. Okay, hier ist Stein. Ja. Hier sind auch... Ah, geil. Dankeschön für diesen Stein. Vielen Dank für diesen Stein, Timsche. Hier das ist auch so ein Glanz-Ding. Das vergammelt, oder? Spider-Glanz? Was? Vergammelt ist... Die vergammeln nicht. Die sind total resistent gegen Vergammelung. Nee, jetzt lass mich doch...
bitte. Alchemy Engine. Wieso? Ich habe doch zwei. Hä? Ach, Kollege, jetzt pimmel doch nicht rum wegen den luppigen Scheinen. Da ist doch blöd. Jetzt hier. Dieser alte Knauser von Spiel. Scheiße da rum wegen dem blöden Stein. Meine Fresse. Manchmal kannst du mich auch nerven, wa? Hm. So. Das läuft. Ja. Ich habe ein paar Birchnut-Dingsties. Die koche ich mir gleich mal durch. Weil ich verhungere sonst. Ja, ich verhungere auch gleich. Achso, ich habe übrigens, ja, ich habe letzte Aufnahme, ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal erwähnt. Ich habe versucht aufzunehmen und es ist genau das gleiche passiert wie letztes Jahr. Bei dir ist schwarz geblieben. Ich habe Schwarzbild aufgenommen, ja. Ich weiß wirklich nicht, was da los ist, aber. Hast du noch so eine Birchnut für mich? Weil sonst verhungere ich nämlich gleich. Achso, ja, gut, ja. Ich koche dir die durch. Pass auf, eins, zwei, drei. Eine esse ich selber und zwei kriegst du. Bitteschön. Guten Dankeschön. Appetit, mein liebes Timsche. Oh, die sind ja gar nicht so schlecht. Ja, ja, die sind. Das ist, ich, du kannst jetzt nicht. So, ich habe ein paar Fallen aufgestellt. Also drei ich Stück habe ich jetzt mal produziert. Auch schon welche. So, genau. Wir müssen, das müssen wir jetzt echt mal hier klar kriegen, hier den Sheet. Und ich muss hier mal dringend das Werkzeug wechseln, sonst grabe ich versehentlich die ganzen Gräser aus. Die Löcher kann man ja auch ausgraben, ne? Ja, aber ich meine, dann hast du dein Vorrat dahin, ist ja dahin geschieden, ne? Weil ich meine, ein Loch ist ja unerschöpflich. Oder ich meine, was passiert dann? Dann kommt halt der Has raus. Nee, das ist weg dann. Das ja, 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 klar. Aber du buddelst halt den Hasen aus und wenn du Glück hast, fängst du ihn. Und wenn nicht, was ja. die Regel ist, dann Pech. Ist das Loch halt weg. Ja, also ist so voll die Scheißidee. Ich glaube, das ist auch nur so eine Arschmechanik. Die sie eingebaut haben, um die Leute zu nerven irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man halt keine Hasen in seiner Unterkunft will, weil da irgendwie, ja, kann ja sein, dass irgendjemand eine Hasenallergie hat oder so, ne? Ja, welche Gründe auch immer es geben mag. Also ich meinst du Hasenhasser? Oder Hasenhasser, ja. Der gemeine Hasenhasser. Ja, wenn jemand irgendwie einen fiesen Vater hatte, der Hasenzüchter war. Ja. Und jetzt Don't Starve spielt, dann kann oder der ein Hasen, der sein Vater war und fies irgendwie so, ja. Ja, oder ein Hasen. Oh, ich habe noch voll die Bären, ich habe sie noch nicht gefunden. Ach, Timsche, ist mal wieder ein Blindfisch. Ja. Naja, so viel bringen die Bären ja auch nicht. Bildschirm gucken und so. Hast du die durchgeköchelt, die Bären? Nee. Ja, guckst du? Dann bringen die direkt gegessen. Ja, cool wäre natürlich, wenn die. Ach, schon der erste Hase. Oh, du guter Hase, komm. Zum Onkel, zur Onkelin Wendy. Ja. In dem Fall. Zur Tante Wendy heißt sie natürlich. Onkelin gibt's nicht. Nicht? Nee, ich glaube, Onkelin ist nicht korrekt der Deutsch, nein. Ist nicht richtig, nein. Ist stimmt nicht. Ich bin raus. Ich habe den Faden verloren. Ich habe gerade gelesen irgendwie, dass man in Österreich mit 16 wählen kann. Ach so, ja stimmt. Wir haben kurz, der Alex war ja irgendwie gerade, looks like Alex, wer ihn kennt. War gerade online und ja. Einer unserer ältesten Abonnenten, ne? Ja, ja. Für den Fall, dass du das siehst, ne? Du, also weil jetzt weißt du ja, dass wir ja, aufnehmen. Jetzt, ne? Hast ja. Es ja und so. Weil wenn du das nicht siehst, dann bist du ein harter Lump. Ja. Sagt man bestimmt auch in Österreich, auch wenn man damit 16 wählen darf. Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Jetzt hast du mir mein Gag. Also ich habe ja dann direkt gedacht, da wundert mich jetzt gar nichts mehr, aber das habe ich mir dann verkniffen irgendwie so, ja. Verzeih mir, Timsche, dass ich dir deinen Gag versaut habe. Ja. Sorry. Kein Thema. Boah, Obstsalat. Da ist der nächste Hase. Käse. Schnapp dir den nächsten Hasen. Hier ist der nächste Bunny. Jetzt der nächste Bunny. Okay, ich mach mal hier unten ein bisschen eine Holzgeschichte. Ja, mach ich auch gerade. Nee, also nicht fällen, sondern pflanzen, meinte ich. Achso. Dann schnapp ich mir den Hasen. Ja, so. Ja. Schnapp dir die Bunnies. Ich hol mir dafür hier die gute Beere. Soll ich. Oh, es gibt noch einen Hasen. Ja, ja. Soll ich noch so eine Falle machen? Und dann mache ich. Ja, klar. Klar. Klar, klar, ey, wenn du kannst. Fallen sind doch. Eine tolle Geschichte. Okay, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt überhaupt keine. Also normalerweise habe ich immer einen ganz, ganz guten, einen passablen Vorrat an Chestnuts auf Halde, auch für den Fall, dass mal ein verdibbelter Tree Guard kommt. Ich weiß es gar nicht. Kann ein Tree Guard auch von so einer Birke herkommen? Ich glaube schon, ja. Also sieht dann auch aus wie eine Tanne, obwohl er von der Birke kommt? Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich hat er.
Sieht er dann birkig aus? Also ich glaube, der sieht dann gleich aus. Also könnte ich mir vorstellen so. Wir werden es rausfinden. Also ich weiß nicht, aber dann haben wir ein Problem, weil ich hab nichts, ne? Ich hab echt gar nichts. Ich kann den nicht... Ich habe 15 Tannenzapfen. Befrieden. Dann rennen wir halt weg. Ja, gut, ja. Zerren den hier in die Dings rein und dann sind unsere ganzen Pifferlos tot hinterher. Ja, ja, das ist immer großartig, ja. Auch schon, habe ich auch schon mit Freude gemacht irgendwie. Meine kleinen, mühsam herangezüchtete Herde mit irgendeinem so hässlichen Dreeguard versehentlich niederzumetzeln. Zerstört. Aber ich kann den ja mit meinem Feuerzeug anzünden. Ja, gut, da bist du mega verrückt dabei, aber was soll's. Ja. Ich habe einen Faden habe ich verloren. Ja, mach doch mal so. Ich wollte einen Crockpot. Ich wollte einen Crockpot herstellen. Ein Crockpot, ja, genau. Crockpot und Felder brauchen wir irgendwie, ne? Advanced genau, ich brauche erstmal Cuts down. Ja, genau, eben. Das wollte ich eben eher gerade sagen. So. Ja, wo sollen die Felder hin? Ach, entschuldigt, Freunde, gell? Ja. Es ist irgendwie Freitagabend und es ist schon 23:30. Ja. Improved Farm, ich brauche Pooper. Aber ich wollte auch jetzt erstmal den Crockpot. Hast du alle Steine dabei? Ich habe alle Steine, sorry. Ich bin der Steinedieb. Was ist denn der shitty Crockpot? Der ist doch hier bei Bumsti. Hä? Was ist denn da los? Oder bin ich jetzt bescheuert? Der Crockpot ist doch... Ah, das ist auch so ein Elend, gell? Ich fail da auch regelmäßig. Wo ist der Crockpot? Ich finde ihn nicht. Bei Food. Fünfte von oben oder so. Ah. Ich brauche noch eine blöde. Hast du mir jetzt die Steine gegeben? Nee, habe ich nicht. Hier sind Steine, pass auf. Alle Steine für den Tim. Danke. Ich mache hier oben jetzt gewaltig Feuer, gell? Ich hoffe mal, es brennt jetzt nicht der ganze Wald ab. Ja, aber mach doch woanders, weil sonst brennen uns hier die Büsche hinterher. Ja, aber ich weiß nicht wo. Irgendwo. Hier drüben, okay. Aber pass auf, es wird gleich dunkel. Ja, ne? Ja, ich weiß, ja. Ich habe ja dann aber Feuer. Das passt schon. Paar Joinka. Alter Schwede. So, ich kann ein bisschen... Oh, schon wieder 15 Hunger. Okay, es wird jetzt auch langsam bei mir ein bisschen eng. Ja, bei mir auch. Ist hier irgendwo ein Hase? Hallo, Hase. Oh, nicht genug Puppe. Hier ist die Tante Wendy. Oh, das braucht jede Menge Puppe. Hallo. Pooper, Pieper. Pass auf, es ist gleich... es ist gleich Schicht, ja. Ah, hier machst du Felder, okay. Geiler Scheiß. Gut auf Abstand. Ich pflanze hier mal Samen. Alter, ich muss irgendwie die Kaninchen killen. Okay, ich komme hier runter ans Feuer zu dir. Mach das mal besser. Das mache ich mal besser. So, hallo. Ich habe ja auch noch zwei Beeren. Ne, drei Beeren habe ich, die muss ich mir auch mal durchköcheln. Ich habe jetzt noch 8 Hunger. Bin auch schon wieder saumäßig hungrig. 2, 3, schub, schub, schub. Einen Hasen habe ich. Wie kann ich die splitten, dass ich die... Steuerung, glaube ich. Ah ja. Jetzt hör doch mal auf, ich kann ja die nämlich... Huch. Ja, so. Was, wie? Ja, ich wollte dir was zu essen geben, Käse. Ich mach doch gar nichts. Ich wollte dir nur was zu essen geben, aber nein. Ach so, einen leckeren Hasen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hilft zwar nicht viel, aber ein bisschen wenigstens, ne?